Guten Morgen unterhalb von Rothenburg ob der Taube. Ja, letztes Mal vor 3 Jahren stand ich genau auch hier. Aber genau das Gegenteil vom Wetter. Sonnenschein war da. Bester Blick auf die Altstadt da oben. Oh, das war toll. Heute regnet es noch. Es hat die ganze Nacht immer wieder viel geregnet. Das Zelt ist sowas von nass. Alles nass. Aber drinnen bin ich zum Glück im Unterzelt. Bin ich auf jeden Fall trocken geblieben. So war das gut. Ich konnte es auch gerade ohne Regen zusammenpacken. Aber irgendwann muss ich das nochmal ausbreiten. Ja, der Zeltplatz war super, muss ich echt sagen. Tauberromantik. War ich wie begeistert wie letztes Mal auch. Bloß, es gibt einen Unterschied. Natürlich teurer geworden. 13,50 war das jetzt. Aber dafür aber auch ein super neues, was heißt neues, renoviertes Waschhaus. Wenn man weiß, wie das vorher ausgesehen hat, Alter, das ist ja wie Tag und Nacht. Das war wunderbar, richtig klasse, toll modern, alles super. Hat mir sehr gut gefallen hier. Ich komme bestimmt irgendwann nochmal wieder. Vielleicht wieder in 3 Jahren auf einer großen Reise, wer weiß. Naja, egal. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt regnet wieder so ein bisschen. Aber es soll wesentlich besser werden. Es soll sich jetzt so die letzten Tröpfchen ausdrücken. Und dann kommt die Sonne raus und dann soll die Sonne auch erstmal die nächsten Tage bleiben. Da freue ich mich drauf. Also wenn ich in die Berge fahre, könnte es super Panorama geben, so wie es aussieht. Aber es sind ja noch ein paar Tage hin. Denn ich fahre heute erstmal nur, so wie ich vorhab, so circa 112 Kilometer bis an die Donau, Donauwörth. Dazwischen liegen einige tolle Orte, glaube ich, tolle Landschaften. Das werdet ihr sehen. Ich sage jetzt nicht weiter was dazu. Also schaut rein, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei bei den kommenden noch regnerischen Bildern. Ich bin raus aus Rothenburg. Ich stehe jetzt ein bisschen über der Tauber, die ich jetzt noch weiter folge. Oh, der Regen hat jetzt wieder aufgehört. Ich hoffe, das war der letzte. Noch ist grau. Aber schöne Aussicht hier einmal wieder. Auf die Frankenhöhe ist das. Wunderbar. Bei Sonne natürlich alles viel besser. Aber mir ist das total egal. Es könnte auch jetzt weiter regnen. Also ich habe richtig Lust, jetzt weiterzufahren. Weiter. Boah, die Lust, das hat so Spaß gebracht die letzten beiden Tage. Auch wenn es geregnet hat. Egal. Das heißt die letzten beide. Die letzten, ja, 8 Tage. Plus hier Ruhetag. War alles toll. Alles super. Und jetzt geht's weiter. Durch die Frankenhöhe nach Dinkelsbühl, glaube ich, ist das nächste. Größer Ort als aber war fast 35 Kilometer noch entfernt. Also auf geht's. Da war doch der nächste
Meilenstein, die europäische Wasserscheide Rhein-Donau. Ja, hier ist jetzt das Gebiet der Wörnitz, die fließt rein in die Donau. Also habe ich es jetzt schon wieder ein Stück weiter geschafft. 17 Kilometer habe ich hinter mir. Also noch genug zu tun, aber tendenziell geht es immer leicht bergab. Ja, Zwischensteigerungen gibt es immer, aber sonst alles gut. Es war ganz schön warm, hier hochzufahren. Ich habe erstmal die Regenklamotten ausgezogen, aber jetzt könnte es vielleicht wieder ein bisschen zu kalt werden. Naja, Hauptsache es regnet nicht mehr. Sieht auch erstmal nicht so aus, es ist einfach nur grau. Damit kann ich leben. Und vielleicht kommt hinten raus, mache ich auch nochmal die Sonne raus. Schauen wir mal, es geht weiter Richtung, ja, Wörnitz, dem Ort. Mache gerade eine Pause hier in so einer windgeschützten Bushaltestelle. Es ist alles hier so ziemlich frei. Ein bisschen nieselig ist es auch gerade wieder. Es wird aber gleich wieder aufhören. Und noch ein zweites Frühstück gerade hier zu mich nehmen. Genau wie ich das mag. Unterwegs sein. Hier in der frischen Luft und dann mal was essen zwischen. Durch, so läuft das jetzt hier immer weiter. Hier an der Wörnitz. Ja, es ist pustig. Kalter Wind, 13, 14 Grad bloß. Es geht, ich habe ihn diesmal als Rückenwind. Zum ersten Mal Rückenwind, richtiger Rückenwind von Anfang an. Naja, ich esse erstmal und dann geht's weiter. Durch die kleinen Dörfer bis Dinkelsbühl. Irgendwann kommt Dinkelsbühl, gerade mal mein Schild. Über 20 Kilometer noch. Zurzeit geht das hier immer über wenig befahrene Straßen, immer von Ort zu Ort. Man sieht von einem zum anderen. Und da unten ist die Wörnitz, die meandert hier, wie sie will. Geht hin und her, aber sieht fast so aus, ob da überhaupt kein Gefälle drin ist. Es sieht fast aus wie stehendes Gefälle, stehendes Gewässer. Und jetzt kommt ein Auto, wie das immer so ist. Aber ist echt toll, schön mit Rückenwind. Ruhig und sinnig, Dinkelsbühl, noch 8 Kilometer.
Das ist also Dinkelsbühl. Ich kann nur sagen, der Titel Deutschlands schönste Altstadt kann man schon sagen. Ich habe auch schon viele Altstädte gesehen und die ist auch noch so groß und riesig und sehr gut erhalten und richtig toll, richtig klasse. Also man kann es schon sagen, auf jeden Fall eine Reise wert. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, ich bin eigentlich nur einmal mittendurch. Hab das natürlich auch noch genutzt für ein bisschen Mittag beim Bäcker. Das war wow, das hat jetzt richtig gut getan. So langsam werden die Lücken auch größer. Ja, richtig schön, das Wetter wird besser. Ich freue mich drauf auf die weitere Strecke. Das nächste große Ziel ist Nördlingen. Hört sich auch schon gut an, kenne auch schon einige vielleicht. Aber hier in der Wörnitz lässt sich's gut fahren. Keine großen Steigungen. Alles super. Also ein toller Radweg, den ich mir hier ausgesucht habe, um nach Süden zu fahren. Naja, also weiter geht's nach Nördlingen. Nun ist es passiert, am Tag 9, 1000 Kilometer sind rum. Ich hab's geschafft. Wow, super, richtig. Es ist unglaublich, in 9 Tagen bin ich hier. Ich habe ja noch was vor mir. Ich habe noch 56 Kilometer vor mir. Also da kommt heute noch was zusammen. Also wieder richtig viel geschafft pro Tag. Das ist mit allen Umwegen und Einkaufstouren und all sowas ist natürlich dazu. Sonst wäre das erst morgen, denn 160 Kilometer bis ganz ins Ziel ist es noch nicht. Das ist noch ein bisschen mehr. Naja, weiter geht's hier in der Ortschaft Kreiselbach. Da war das. Mitten hier, ja, kurz vorm Nördlinger Ries. Also bin ich hier so fast so zu sagen am Kraterrand. Naja, weiter geht's. Ich bin jetzt nicht der Wörnitz gefolgt, sondern der neuen und der romantischen Straße, den Radweg. Die Wörnitz ist etwas weiter östlich, macht die so einen Bogen. Den mache ich nicht mit. Ich mache jetzt hier eine schöne, tolle Strecke. Hier, das ist jetzt die Mauch, ein tolles Tal. Hier stehe ich wieder hier an so einem historischen Gebäude. Also das war bis jetzt eine tolle Strecke, muss ich sagen. Geht zwar auch wieder hoch und runter, da sind schon einige Höhenmeter zusammengekommen, aber echt top. Macht richtig Laune, richtig Spaß. Jetzt fehlt nur noch die Sonne zum Glück. Blaue Lücken sieht man, aber so richtig will das nicht. Aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt, die wird auf jeden Fall nochmal kommen. Thank you.
Ja, tut mir leid, Nördling. Bleibt mir verwirrt. Hier ist es jetzt Mittelalterfest. Ach, 8 Euro Eintritt und keine Fahrräder rein. Oh Mann. Also muss ich nochmal hierher kommen. Lass uns mal schauen. Ach, schlechter Zeitpunkt, dieses Wochenende. Ja. Schade, schade. Hätte ich gern mit Dinkelsbühl mal verglichen. Aber so bleibt das eben so. Ja, ist auch viel zu voll jetzt. Selbst wenn da kein Eintritt bezahlt werden müsste. Unheimlich viel los. Das Wetter bessert sich auch immer mehr. Oh Mann. War schade. Ist echt eine tolle Stadt, so wie es von hier außen aussieht. Ich weiß nicht, ob es der Dom oder Münster, der leuchtet von ganz weit schon. Und kann nicht rein. Verdammt. Könnte schon alles hier draußen lassen und dann rein, aber das mache ich nicht. Nee. Da gibt es bestimmt auch was Interessantes mal zu essen, was anderes. Oder ja, gerade eben der Trachtenumzug. Ja, schade. Soll nicht sein. Verdammt. Aber ja, jetzt geht's weiter Richtung Harburg an der Wörnitz. Ja, die Wörnitz, die habe ich gleich wieder. So wie es aussieht, regnet das gerade in Nördlingen. Ach, Glück gehabt. Immerhin in Harburg durfte ich jetzt rein durch die Altstadt. Ja, ist nicht groß, aber sieht gut aus. Es langt. Nicht zu vergleichen natürlich mit Nördlingen und Dinkelsbühl, aber auch schön. Auch schön für sich, nur etwas kleiner. Ja, die Wörnitz ist schon ganz schön riesig geworden hier. Ja, weit hat sich ja auch gar nicht mehr. Noch 15 Kilometer, dann bin ich in Donauwörth, wo sie da mündet. Ja, alles nicht mehr so weit. Der Tag geht schon wieder zu Ende. Es läuft die Zeit, es ist Wahnsinn. Aber es ist echt schön. Und das Beste ist daran, dass es bis jetzt heute alles Neuland für mich war. Alles neu. Kannte ich alles vorher noch nicht und das sieht alles toll aus. Gefällt mir sehr.
Das nördliche Ries bin ich jetzt durch. Durch den Krater. Man konnte das irgendwie so erkennen, wenn man rundherum guckt. Überall diesen Kreis von diesen Bergen. Ja, es ist, vielleicht ist es auch eine Einbildung, aber es kommt so vor. Naja, weiter geht's nach Donauwörth. Wie gesagt, noch 50 Kilometer. Es ist nicht mehr weit. Und es tröpfelt ein wenig, aber nur so ein bisschen. Das ist gleich wieder vorbei. Ja, ich bin angekommen an meinem Zeltplatz. Kanu Club Donauwörth. Hier kann man sich selbst anmelden. Und dann kann man sich ein Stück hier aussuchen zum Zelten. Richtig schön. Wow. Bin ich schon nicht alleine. Zwei Zelte sind schon mehr. Ja, gutes, tolles Angebot. Duschen, Toiletten, alles da. Für 9 Euro. Also nichts, was andere auch haben auf dem Campingplatz. Und die Stadt, man sieht es. Nur ein paar Meter. Das ist doch geil. Das habe ich jetzt gut rausgefunden hier. Ja, und dann wollte ich auch hier hin. Nach 114 Kilometern. 15 Kilometern. Wow. Aber ich werde hier nur das Zelt aufbauen, Sachen hier wegschließen. Ja, und dann gehe ich natürlich nochmal in die Stadt. Ich habe noch Hunger. Und. Ich will mir nochmal angucken. Morgen früh werde ich hier wieder durchfahren. Los und weiter geht's. Dann habe ich nicht so die Zeit für die Stadt. Aber so einen tollen Platz, das ist toll. Naja, schauen wir weiter, wie es weitergeht. Wunderbar, so eine Stadt in der Nähe, auch wieder Altstadt, vielleicht nicht die schönste, aber auch schön, auf seine Weise. Und nochmal an der Donau, schon mal gucken, ja, morgen geht es auf die Via Claudia Costa Richtung Süden, aber nicht nach Füssen, da biege ich vorher ab, Richtung Garmisch, aber das schien mir der beste Weg, Richtung Süden, und hier der Zeltplatz, ja, sind doch schon einige da. Also es ist gar nicht mal so wenig, im Sommer wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, die Schulferien sind in Bayern ja hier ab morgen vorbei, genau wie in Baden-Württemberg, das sind die letzten. Ist alles wieder normal, also ich habe noch eine Woche Urlaub. Ja, also der heutige Tag war echt, hatte eigentlich alles. Von der Taube, wo ich gestartet bin, der Rothenburg im Regen, kalt und jetzt hier. Komme ich hier an der Donau, die ist ja da unten,
war es ja nun mal hier ganz zum Schluss noch mal sonnig. Aber das beste Wetter war es natürlich nicht, aber doch dieses bisschen Geniesel, was man hier zwischendurch war, da egal. Also top, top, top. Und irgendwie 116 Kilometer, naja, ich habe jetzt ja auch noch ein paar Kilometer gemacht, waren schon wieder etliche. Aber tolle Kilometer, es waren fast 700 Höhenmeter, also gar nicht mal so wenig. Tolle Städte gesehen, also der Tag hat alles gehabt, was man eigentlich zum Radreisen eigentlich braucht. Und jetzt hier zum Schluss, einen schönen Zeltplatz wieder. Ah, toll. Also mir gefällt es hier, duschen und so, alles okay. Nicht der schönste Raum wie beim letzten Mal, wie beim Taube Romantik, wo alles ganz neu war, aber alles funktionell und gut. Also ich sag nichts, für 9 Euro, richtig top. Hauptsache hier gibt es einen, sonst hätte man hier irgendwo wild campen müssen oder teures Hotel nehmen. Dafür hier für 9 Euro, da sage ich nichts. Ja, also kann ich sagen, ein schöner Tag, ein schöner Weg. Eher unbekannte Wege, ich bin da so ein bisschen straight durch, nicht so genau gefolgt, der Wörnitz oder so. Der Nördling war ein bisschen schade, war aber auch wieder interessanter, dass ich da das noch mitgekriegt habe, dieses Stadtmauerfest hieß das ja. Ich konnte zwar nicht rein, aber egal, ich hatte noch andere schöne Städte. Und hier nochmal richtig toll gegessen, ja, Trangia habe ich ja nicht mehr dabei. Es war alles möglich, alle Imbisse und Schnellrestaurants sind hier vorhanden, aber ich hatte Lust auf Pizza und Tiramisu. Das war's, ich bin richtig voll, es war ein krönender Abschluss. Ja, und eins muss ich noch sagen, beim letzten Campingplatz, ja, da hatte ich ja noch einen anderen getroffen, das wusste ich aber nicht, einen kleinen YouTuber. Mann, hätte er was sagen können, er hatte mich jetzt auf Instagram hier abonniert. Und nu? Jetzt weiß ich erst, wer er ist. Ruby on Tour, on Trails heißt das. Ruby on Trails. Ja, hier sind Mücken. Das erste Mal auf der ganzen Tour. Ja, hier muss man bei seinen Videos reingucken. Also, Grüße gehen raus. Hätte er was sagen können, hast du gesehen, dass ich mit Kamera am Rad überall war. Ja, okay. Ich war müde, er war auch geschafft von dem ganzen Tag. Mit seinem süßen Hund da, der alle begrüßt hat. War alles okay. Also schaut auch mal da rein, ich werde ihn bestimmt verlinken. In welche Ecke? Ja, irgendeine Ecke werde ich mal verlinken, könnt ihr mal reingucken und abonnieren. Er ist auch mit Rad unterwegs, mit Hund. Ja, und ich glaube, das ist bestimmt interessant. Ja, interessant wird es morgen. Dieser Tag ist vorbei, ich lege mich gleich da rein. Wird bestimmt wieder nicht alt. Aber wieder früh wach, wahrscheinlich auch von der Kälte, weil es soll richtig frisch werden. Vielleicht sogar noch schon so ein bisschen Nebel morgen früh. Ja, die Kaltfront ist ja durch. 8 Grad, vielleicht morgen 8, 7 Grad. Das ist schon kalt, aber man hält das aus. Also, das muss man sagen, bloß frisch wird das. Auf jeden Fall. Und das Zelt wahrscheinlich wieder etwas nass sein. Aber das ist egal. Hat auch noch geklappt. Ist jetzt noch gut abgetrocknet. Nachdem es da gestanden hat, jetzt noch 2 Stunden und ich unterwegs war in der Stadt. Alles gut. Naja, dann sage ich erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Moin moin, arrivederci, süß, servus. Ich muss rein, bevor die Mücken mich hier auffressen. Das ist das erste Mal auf dieser Radreise. Komisch genug, die ganze Zeit nichts. Aber hier, naja, ist man direkt am Fluss. Okay, dann tschüss. Tschüss.